Wir leben nicht mehr in den alttestamentlichen Schattenbildern, sondern wir leben in den neutestamentlichen Wesenheiten. Ja? Wir beten Gott im Geist und in Wahrheit an. Durch Christus. Israel war unter das Gesetz getan. Israel hat unter den Schattenbildern des Evangeliums, unter dem Schattenbild eines hohen Priesters Gottesdienst gemacht. Wir leben in den neutestamentlichen Wesenheiten. Das sagt Paulus auch im Kolosserbrief. Das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo der Ausdruck heiliges Land vorkommt. Und die hat dann gesagt, das kommt nochmal im Psalm 78 vor, haben wir auch geguckt dann nochmal. Ja? Ich weiß, haben vielleicht nicht mehr alle mitgekriegt gestern. Da steht hier Vers 54, und er brachte sie zu seiner heiligen Grenze, zu diesem Berge, den seine Rechte erworben hat. Und da steht in der neuen Lutherbibel, und er brachte sie in sein heiliges Land, statt heilige Grenze. Ja, nur mal so für den Hinterkopf. Also da gibt es wohl nochmal so eine Stelle, je nachdem, wie man es übersetzt. Psalm 78, Vers 54. Aber das Wort hier mit der Strongnummer 1366, das, wo hier Grenze steht, da steht eigentlich Gebiet oder Areal oder Viertel oder Gegend. Ja, das ist ein anderes Wort, als hier steht. Ja, deswegen hat meine alte Lutherbibel noch, er brachte sie zu seiner heiligen Grenze. Das kann auch Borderline heißen, also Grenzgebiet oder Grenze seines Heiligtums, ja? Ja? Oder heilige Grenze, heiliges Land, ja? Das ist so der Gedanke, der dahinter steht. Nur das, weil das nicht vergessen, ja? Soll ja alles seine Ordnung haben. Ja? Und dann habe ich euch noch mitgebracht, das war, war eine Frage, und zwar 4. Mose 11 war diese Stelle, wo Eldad und Medad im Lager sind, ja, zwei Männer, die im Lager geblieben sind, einer hieß Eldad, einer Medad, und die beiden weissagen im Lager, ja, das waren die Bilder für die zwei Zeugen, ja, Mose hat 70 Älteste ausgewählt und auf die hat Gott seinen Geist gelegt und Mose nimmt die mit aus dem Lager heraus, das ist alles hier 4. Mose 11 von Vers 20 ab. Und dann sagt die Bibel, zwei davon, der Eldad und der Medad, die sind im Lager geblieben. Und der Geist ruhte auch auf ihnen, ja. Und sie weissagten im Lager. Und dann kommt ein junger Mann, ein Knabe, der sagt es Mose an und sprach, Eldad und Medad weissagen im Lager. Da antwortete Josua, der Sohn Nuns, Moses Diener, den er erwählt hat, und sprach, mein Herr Mose, wehre ihnen. Und dann sagt Mose was ganz, ganz Seltsames, ja. Der sagt, wollte Gott, dass all das Volk des Herrn weissagte und der Herr seinen Geist über sie gäbe, dann wäre ihn nämlich Joel erfüllt. Ja? Und dann kommt der Heiland der Welt. Also, das ist ja ganz fürs 4. Mose. Ja? Ja? Und der Mose sagt, bist du der Eiferer für mich? Wollte Gott, dass all das Volk des Herrn weissagte und zwar im Lager. Ja? Da, wo die auch geweissagt haben. Und so kann man eigentlich sagen, 68 der Ältesten waren weissagten außerhalb des Lagers Israels und zwei weissagen im Lager. Da kommen noch zwei Zeugen. Ja? Nur so als Gedankenhinweis. Das ist 4. Mose 11, das war heute Morgen da noch gefragt worden. Ja? Okay, also unsere Liste füllt sich zusehends und jetzt kommen wir zu einem ganz schönen Kapitel, nämlich zu dem hohen Priester Josua, der ein Bild ist auf Jesus, ja. Und der wird in Sacharja beschrieben, sehr ausführlich, und zwar in Sacharja 3 und später nochmal in Kapitel 6 auch nochmal, dann lesen wir mal den Text. Ja. Und mir ward gezeigt, der hohe Priester Josua stehend vor dem Engel des Herrn, und der Satan stand zu seiner Rechten, dass er ihm widerstünde. Der kommt jetzt aus Babylon zurück, gedanklich, ja? Und ist unrein, der muss erst geheiligt werden, der muss eingekleidet werden, der muss geweiht werden für seinen Dienst als hoher Priester. Das ist Inhalt von diesem Text, gedanklich. Ja? Der Satan stand zu seiner Rechten, dass er ihm widerstünde, diesem hohen Priester. Der hat den hohen Priester verklagt vor dem Engel des Herrn. Sagt, schau dir an, wie der aussieht. Ja, der ist kein hoher Priester. Macht der Teufel mit uns auch. Schaut euch mal an, wie die aussehen. Ja? Das macht der Satan mit uns auch. Und Gottes Wort ruft uns zu, wir sind ja in anderer Gerechtigkeit, stehen wir vor Gott, ja, nicht mehr in unserer. Ja, und der Herr sprach zu dem Satan, der Herr schelte dich, du Satan. Hört ihr das?
Der Herr sprach zu dem Satan, der Herr schelte dich. Sind da zwei Herren? Der Herr sprach zu meinem Herrn im Psalm. Ja? Ist das Christus und Gott? Gibt es zwei Adonais hier, zwei Jahwes? Der Herr sprach zu dem Satan, der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich, der Jerusalem erwählt hat. Ist hier etwas Geheimnisvolles angedeutet, ja? Dass Gott nicht nur einer ist, sondern zwei, Vater und Sohn zumindest schon mal, ja? Ist das schon mal, geht das schon Richtung Dreieinigkeit im Alten Testament? Ich glaube schon. Die Juden müssten das ja erklären, ja? Der Herr sprach zu dem Satan, der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich, der Jerusalem erwählt hat. Ist dieser hohe Priester, nicht ein Brand, der aus dem Feuer errettet ist, aus dem Feuer der Gefangenschaft in Babylon? Wird der hohe Priester herausgerettet, ja? Wie ein Stück verbrannter Kohle, die gereinigt wird, ja? Verbrannter Holzkohle, verbrannten Holz, ja? Und Josua hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel, welcher antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen, tut die unreinen Kleider von ihm. Und er sprach zu ihm, siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen und habe dich mit Feierkleidern angezogen. Kleider des hohen Priesters, ja? Das heißt, er wird komplett neu eingekleidet und er wird gereinigt und zum Priester gemacht, ja? Und ist damit auch ein Bild auf Christus, sehen wir aber gleich nochmal. Hier geht es jetzt erstmal als Ausgangspunkt wirklich um den hohen Priester Josua, ja? Und der Herr sprach, da steht bei dir der Engel des Herrn? Ja, ja. Das ist hier dann auch so, ja? Da ist wieder die Übereinstimmung. Okay, dann wäre das eine syrische Lesart, ja, die man da hat, warum auch immer, ja? Okay. Also er spricht dann, setzt einen reinen Hut auf sein Haupt, also diese Kopfbedeckung des Priesters stand oben drauf, heilig dem Herrn, ja, auf dieser Kopfbedeckung. Und sie setzten einen reinen Hut auf sein Haupt und zogen ihm Kleider an und der Engel des Herrn stand da. Und der Engel des Herrn bezeugte Josua und sprach, so spricht der Herr Zebaoth, der Herr der Kriegsheere, wirst du in meinen Wegen wandeln und meines Dienstes warten, so sollst du regieren mein Haus und meine Höfe bewahren und ich will dir geben von diesen, die hier stehen, dass sie dich geleiten sollen. Er setzt ihn also ins Priesteramt ein und sagt, du sollst über mein Haus, über den Tempel wachen, als hoher Priester. Gereinigt, geheiligt, gekleidet, eingesetzt und in den Dienst gesetzt, ja? Und jetzt sagt er was Erstaunliches. Jetzt sagt er, höre zu, Josua, du hoher Priester. Er redet ihn also so an. Ja? Du und deine Freunde, die vor dir sitzen, denn sie sind miteinander ein Wahrzeichen. Sie sind ein Symbol, ein Bildnis auf noch etwas anderes, auf jemand, der ein größerer hoher Priester ist. Ja? Jetzt gibt er einen Ausblick und sagt, das, was ihr hier darstellt als Gruppe und in eurer Funktion, ist ein Bild, ein Wahrzeichen. Denn siehe, ich will meinen Knecht Zemach kommen lassen. Wer ist das denn, der Knecht Zemach? Christus, ja? Der Zweig ist der Zemach, der blüht. Siehe, er schoss vor ihm auf wie ein Reis aus dürrem Erdreich, ja? Da war keine Schöner, da war nichts, was uns gefallen hätte, Jesaja 53. Hier kommt der Knecht, der Zweig, ja? Unter ihm wird's blühen, ja? Siehe, ich will meinen Knecht Zemach kommen lassen. Und auf diesen Knecht Zemach seid ihr, der hohe Priester und die Seinen, ein Bild. Denn siehe, auf dem einen Stein, den ich vor Josua gelegt habe, sollen sieben Augen sein. Siehe, ich will ihn aushauen, spricht der Herr Zebaoth, und will die Sünde des Landes wegnehmen auf einen Tag. Zu derselben Zeit, spricht der Herr Zebaoth, wird einer den anderen laden unter den Weinstock und unter den Feigenbaum. Shalom, Friede. Es wird Friede werden, ja? Der Herr will die Sünde des Landes wegnehmen auf einen Tag. Er will einen Stein aushauen mit sieben Augen, wie der Geist Gottes, der durch die Lande zieht, ja, und überall schaut. Also ein Bild, ein Hinweis auf den Knecht Zemach, der das alles hier tun wird, der Frieden bringen wird und der die Sünde des Landes wegnehmen wird auf einen Tag. Ja, also so wird der hohe Priester hier zunächst vorgestellt.
Ja, er wird gereinigt, er wird geheiligt, er bekommt die Kleider, er wird in Dienst gesetzt, er soll über das Haus wachen. Aber, sagt der Engel, ihr seid jetzt, es ist, als ob er die anschaut und sagt, es ist so schön, euch zu sehen. Und ihr erinnert mich an das, was kommen wird. Ja, ihr seid ein Bildnis, weil das, was ihr darstellt, was ihr symbolisiert, da kommt noch einer, ein Knecht Zemach. Und der wird das Herrn Haus bauen. Und der wird König sein, das schauen wir uns jetzt an. Ja? Und als ob der Engel des Herrn so ein Bild da sieht und er sagt, ihr erinnert mich an das, was in Wesenheit kommen wird. Ich sage immer gerne, wir leben nicht mehr in den alttestamentlichen Schattenbildern, sondern wir leben in den neutestamentlichen Wesenheiten. Ja? Wir beten Gott im Geist und in Wahrheit an. Durch Christus. Israel war unter das Gesetz getan. Israel hat unter den Schattenbildern des Evangeliums, unter dem Schattenbild eines hohen Priesters Gottesdienst gemacht. Wir leben in den neutestamentlichen Wesenheit. Das sagt Paulus auch im Kolosserbrief, ja? Dass im Gesetz, dass das ein Schatten war, aber die Wesenheit ist in Christus selbst. Die Verkörperung des Gesetzes ist in Christus. Ja, und er sagt, das Alte Testament war ein Schattenbilder, Modell 1:50, Vorausschattungen, aber im Neuen Testament beten wir Gott im Geist, in der Wahrheit an, in Wesenheit. Ja, und verstehen durch Gottes Geist, wie sagt Paulus auch mal im ersten Korintherbrief, der Geist durchforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Und die Tiefen der Gottheit ist Christus, keine Esoterik, ja, nicht irgendwas schwermachig, sondern die Tiefen der Gottheit ist Christus, in Gott und durch Gottes Gnade auch in uns. Also wir leben nicht mehr in diesen Schattenbildern, sondern in den neutestamentlichen Wesenheiten. Und der hohe Priester, der Engel des Herrn, der sagt eigentlich, höre zu, Josua, du hoher Priester, und du und deine Freunde, die vor dir sitzen, ihr seid miteinander ein Wahrzeichen, denn da kommt noch der Knecht Zemach. Und unter dem wird alles gut werden. Ja? Ihr seid zurückgekommen aus der Gefangenschaft und Christus wird sein Reich aufrichten. Ja, ihr seid zurückgekommen aus der Gefangenschaft und der hohe Priester wurde eingesetzt. Aber es kommt noch eine große Rückführung aus einer endzeitlichen Gefangenschaft. Und die wird dieser Priester tun. Und der Priester wird nicht nur Priester sein, sondern der wird sogar gekrönt. Ja? Und deswegen springen wir von Sacharja 3 mal in Sacharja 6. Und da sehen wir nämlich, dass dieser Priester Josua gekrönt wird. Und da geht es jetzt um den König Jesus. Und das Herrn Wort geschah zu mir und sprach, nimm von den Gefangenen, von Heldai und von Tobia und von Jedaja und komm du dieses selben Tages und gehe in Josias, des Sohnes Zephanias Haus, wohin sie von Babel gekommen sind, und nimm Silber und Gold und mache Kronen und setze sie aufs Haupt Josuas, des hohen Priesters, des Sohnes Jozadaks. Das heißt, der hohe Priester ist jetzt schon mal gereinigt worden, eingekleidet worden und hat diesen heiligen Hut aufbekommen, diesen Kopfbund des hohen Priesters und ist zum hohen Priester eingesetzt worden. Und jetzt 3 Kapitel weiter wird dieser hohe Priester auch noch gekrönt. Der bekommt eine Krone auf. Dann ist er ja König und Priester. Er ist eigentlich ein Königpriester oder ein Priesterkönig. Nach welcher Weise? Melchisedek, ja? Melchisedek ist jetzt ein ganz anderes Bild, aber das ist so geläufig. Das haben wir so im Hinterkopf, ja. Wenn das im Neuen Testament nicht stehen würde, dann müsste man jetzt 1. Mose 12 aufschlagen, 1. Mose 15, wo Abraham mit Melchisedek dann da Bekanntschaft macht. Aber ihr kennt das schon, ja. Jesus ist ein Priester nach der Weise Melchisedeks und jetzt kommen Kronen, ja. Er sagt, nimm Silber und Gold und mache Kronen und setze sie aufs Haupt Josuas, des hohen Priesters, des Sohnes Jozadaks. Und spricht zu ihm, so spricht der Herr Zebaoth, siehe, es ist ein Mann, der heißt Zemach. Da ist er wieder, ja? Da hat er ja vorher schon mal gesprochen von. Genau, ja? Spross oder Zweig heißt es eigentlich auch, ja? Zemach ist wahrscheinlich dann Hebräisch, ja? Und Spross oder Zweig ist das, ja? Parallele zu Jesaja 53, ja? Er spross auf vor ihm, wie ein Reis aus dem Erdreich, ja? Der Zemach, ja? Denn unter ihm wird's sprossen, ja? Ja, unter ihm wird's wachsen. Da wird's grünen. Und er wird bauen des Herrn Tempel. Jetzt haben wir's hier. Wer baut des Herrn Tempel? Der Zemach, der Maschiach, der Friedensfürst, der wird bauen den Tempel, sagen die orthodoxen Juden. Ja? Die sind ja auch geteilt. Manche sagen, wir wollen den Tempel wieder bauen. Tempelinstitut. Ja, wir bauen den dritten Tempel, dann kommt der Messias.
Und die anderen drehen es um und sagen, erst kommt der Messias und der baut dann seinen Tempel. Warum? Die zitieren hier Sacharja 6, Vers 12. Ja? Es ist ein Mann, ein Mensch, ein Mann, der heißt Zemach, denn unter ihm wird's wachsen und er wird bauen des Herrn Tempel. Ja, den Tempel des Herrn wird er bauen und wird den Schmuck tragen und wird sitzen und herrschen auf seinem Thron. Und er wird auch Priester sein auf seinem Thron. Und es wird Friede sein zwischen den beiden. Zwischen Thron und Priestertum wird Friede sein, weil er ein Priesterkönig ist und er beides vereint. Priestertum und Königtum. Wann? Im Millennium. Ja? Deswegen sage ich, jetzt ist Jesus schon hoher Priester. Und wenn man so will, sagt der Hebräerbrief, er ist der Herzog eurer Seligkeit. Herzog ist ein König im Wartestand. Der Herzog von Württemberg, der wäre König, wenn es nicht die leidige Demokratie gäbe. Dann wäre der König von Württemberg. Dann hätte der die Gewerbesteuereinnahmen von Daimler, von Porsche, von Audi, von Bosch. Könnt ihr euch vorstellen, dass der nachts nicht gut schläft? Der muss in Bezug auf Geld ein sehr entspannter Mann sein. Ja? Denn wenn der König wäre, wäre das alles seins. Und jetzt ist er aber nur Herzog von Württemberg. König im Wartestand. Und das Geld kriegen andere. Ja? Da muss man richtig Humor haben. Ja? Und der Hebräerbrief sagt mal, Jesus ist der Herzog eurer Seligkeit. Ein König im Wartestand. König wird er dann werden, Priesterkönig wird er werden, wenn der Zemach kommt und dann des Herrn Tempel bauen wird und wenn Frieden sein wird unter ihnen. Shalom, Schabbat-Jahrtausend, Friedensjahrtausend. Ja? Dann wird er auch König. Also ist, wenn man vom König Jesus singt, ist das ein bisschen vorweggenommen, etwas, was noch nicht da ist. Ja? Und das denke ich auch in den charismatischen Kreisen ist es oft so, man nimmt schon etwas weg, was erst noch kommt. Ja, die vollständige Gesundung, die Abwesenheit von jeglicher Not und Klage und ja, das möchte man gern auch jetzt schon haben. Aber wir stehen noch im Glauben, nicht im Schauen. Wir warten noch der zukünftigen Hoffnung, die an uns offenbart soll werden. Ja? Wir warten noch auf des Leibes Erlösung. Das kommt erst, was ist jetzt noch nicht? Ja, wir haben jetzt am Tisch, hatten wir so ein bisschen so ein Gespräch auch. Ich kenne Leute, die sind körperlich hinfällig, aber geistlich top gesund. Wir hatten so ein Ehepaar, ja, zwei ganz liebe, die waren geistlich absolut auf der Höhe und waren, also er hat, glaube ich, sein Gesundheitszeugnis um 40 Jahre irgendwie überlebt. Ganz kranker, hinfälliger Mensch, aber ganz feine Menschen, ja, ganz feine Leute. Und ich kenne Leute, die sind körperlich sehr gesund und sehr fit und geistlich sehr hinfällig, ja. Ja, das gibt's beides. Und die Welt ist noch ein Jammertal, das ist halt so. Und wir leben ja in einem sehr, sehr angenehmen Jammertal hier in Westeuropa, ja. Dürfen wir gar nicht sagen eigentlich, ja. Aber dieser Zemach, der wird kommen und der wird des Herrn Tempel bauen. Das ist auch ein interessanter Vers, weil hier steht, denn unter ihm wird's sprossen, unter ihm wird's wachsen, ja. Da wird's gedeihen und er wird bauen des Herrn Tempel. In den Endzeitreden Jesu, da sagt Jesus mal, wenn der Feigenbaum Blätter trägt, ja, diese Generation oder dieses Geschlecht wird nicht vergehen, es sei denn, dass alles geschehen ist, was geschrieben ist. Ja. Und jetzt sagen viele, ja, der Feigenbaum, der trägt Blätter seit 1948, weil da war die Staatsgründung Israels. Das ist eine lange Generation, das ist jetzt 75 Jahre schon, ja. Und normal ist eine Generation so 25 Jahre, je später die Leute Kinder kriegen, desto länger wird so eine Generation. Aber vielleicht war es im Vorigen Orient, war es früher 18 oder 16 Jahre nur eine Generation, ja, weil die Frauen ja da sehr jung Kinder bekommen haben, sie wurde sehr früh geheiratet. Ja. Aber das heißt, dieses Geschlecht, das die Staatsgründung Israels miterlebt hat, da leben die wenigsten wahrscheinlich überhaupt noch von. Ja. Dann wäre es später. Jetzt ist die Frage, was ist das denn, wenn der Feigenbaum Blätter trägt? Könnte das sein, dass der Feigenbaum dann Blätter trägt, wenn nach dem Winter wieder Saft in ihn schießt, wenn neues Leben in ihn kommt? Könnte diese Frucht, bitte? Ja, ja. Könnte diese Frucht eine geistliche Frucht sein?
Welche geistliche Frucht ist denn da zu erwarten für die Endzeit? Könnte das vielleicht die geistliche Wiedergeburt Jerusalems sein? Trägt dann der Feigenbaum Blätter, echte neutestamentliche geistliche Frucht? Ich glaube schon. Würde das heißen, dass diejenigen, die die Wiedergeburt Jerusalems sehen, sehen, dass der Feigenbaum wieder Blätter bekommt? Ja, denn von der Botschaft, die dann aus Jerusalem ausgeht, werden ja auch Menschen in Juda und in Ephraim gläubig werden. Die hören ja auch von Jesus. Die müssen ja auch nochmal fliehen. Die fliehen ja in die Wüste. Ja? Also deren Dienst wird auch für eine Art Bekehrungswelle in Israel sorgen. Da werden auch Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Und diese Generation sieht dann, wie der Feigenbaum plötzlich Blätter trägt, echte geistliche Frucht bringt. Ja? Nicht jüdische Frucht, jüdische Staatsgründung, sondern christliche, neutestamentliche Wiedergeburt als Frucht. Der Feigenbaum trägt, bekommt Blätter. Und wenn Jerusalem wiedergeboren wird, fängt die 70. Jahrwoche an und bis Jesus dann kommt, dauert 7 Jahre. Das ist kürzer als eine Generation. Ja, die Generation, die das sieht, sagt Jesus, die wird alles erleben, was geschrieben wurde, bis zum Schluss. Das würde dann passen. Also auch für diese Bibelstelle, die ja für viele fraglich ist, wäre die Wiedergeburt Jerusalems eine interessante Alternative, das unter dem Vorzeichen mal anzuschauen. Und deswegen sage ich, es hat so viele Auswirkungen plötzlich auf die Endzeitreden Jesu und viele Bibelstellen, dass es schon spannend ist und interessant ist, wenn man diesen Schlüssel hat und so viele Bibelstellen aufschließen kann und verstehen kann plötzlich. Ja? Und die Bibel fängt an und wird, das leuchtet, das fängt an zu glitzern, das fängt an zu funkeln. Ja? Und dann denke ich, wenn Gottes Wort so anfängt und so lebendig wird, naja, vielleicht kommt der Herr bald. Ja? Das ist eine schöne Erwartung, die man dann hätte. Ja? Und man sieht es nicht an Corona und an dem ganzen Irrsinn, sondern man sieht das an Gottes Wort. Da bewegt sich was. Da öffnet sich was für uns. Ja? Also er wird kommen, unter ihm wird es sprossen, unter ihm wird es wachsen. Auch der Feigenbaum wird Frucht bringen und er wird bauen des Herrn Tempel. Ja? Ja, genau, das habe ich dann nochmal reinkopiert. Diesen Vers hier, ja, weil hier ja steht, die Hände Serubabels haben dieses Haus gegründet. Also Serubabel war ja, wie sagt man, der Statthalter, der Königsersatz für Israel zu der Zeit, ja. Der war eingesetzt von den Persern als Statthalter, als Regent für Israel, ja. Das war praktisch der Königsersatz der Serubabel. Und von dem steht in Sacharja 4, dass er dieses Haus gegründet hat und dass seine Hände dieses Haus auch vollenden sollen. Und jetzt haben wir aber gelesen, dass auch der Zemach kommt und dass er des Herrn Tempel bauen wird, ja. Und dieser Zemach war ja die Erfüllung des hohen Priesters Josua. Das scheint also, als ob ein hoher Priester und ein König den Tempel bauen. Einmal hier in Sacharja 4 aus der Perspektive von, ich sag mal, vom König Israel, Zerubabel, Königslinie, und einmal aus der priesterlichen Linie, ja. Zemach, Josua, der Königpriester, der baut den Tempel. Ja, der König Jesus, der hoher Priester ist, man sieht nur hier fließen Priester und Königslinie werden hier zusammengeführt, in ganz geheimnisvollen Worten, tief im Alten Testament, ja, und zwar nach der Rückführung aus einer babylonischen Gefangenschaft. Und wenn die Rückführung aus der endzeitlichen babylonisch-assyrisch-ägyptischen Gefangenschaft kommt, dann wird der Tempel gebaut, ja. Ja, den Tempel des Herrn wird er bauen und wird den Schmuck tragen und wird sitzen und herrschen auf seinem Thron, der Priester. Ja, der wird den priesterlichen Schmuck tragen und auf einem Thron sitzen. Er wird auch Priester sein auf seinem Thron und es wird Friede sein zwischen den beiden. Und die Kronen sollen dem Helem, Tobia, Jedaja und der Freundlichkeit des Sohnes Zephanias zum Gedächtnis sein im Tempel des Herrn. Da sind noch mehr gekrönt. Da ist nicht nur der hohe Priester gekrönt, sondern auch seine Gefreundeten, ja, die mit ihm waren. Das, ob das ein Bild auf die Gemeinde Jesu ist, ja, die werden auch mitgekrönt. Ob das so ein, er sagt, ihr seid ein Sinnbild. Der hohe Priester wird gekrönt, ja, der wird ein Königpriester. Aber die bei dir sind, die den Weg mit dir geteilt haben, Herr Jesus, ja, die unterwegs waren mit dir, die bekommen auch ihre Kronen. Und die Kronen werden sein im Tempel des Herrn. Ja? Also so ein Bild, so ein Schaubild auf das, was kommt. Offenbarung sagt, dass die an der ersten Auferstehung teilhaben, mit Christus herrschen werden 1000 Jahre.
Und das scheint hier irgendwie auch mit berücksichtigt zu sein. Der Helem, Tobia, Jedaja und der Freundlichkeit des Sohnes Zephanjas. Zephanja hat die wohl beherbergt, als die aus Babylon zurückgekommen sind in seinem Haus. Ja? Und er sagt, weil er Zephanja euch Herberge gegeben hat, soll der auch Kronen bekommen. Alle, die mit Jesus gehen, werden belohnt. Jesus wird niemand vergessen. Ja? Trotzdem machen wir das nicht aus Lohn. Ja? Aber Petrus sagt, was wird uns denn? Wir haben alles verlassen. Wir haben alles zurückgelassen. Was wird uns denn? Und da hätte man jetzt erwartet, dass Jesus sagt, ja, das sehen wir jetzt mal. Jetzt wart mal ab. Ja? Ja? Da ist Jesus ganz anders. Er sagt, ihr, die ihr alles verlassen habt, Haus und Eltern und Familie und alles, ihr bekommt ein volles, gedrücktes, gerütteltes Maß und dem Überfluss wird euch gegeben werden. Ihr bekommt alles, ist, wie Paulus auch sagt, das Diesseitige des Jesus ist alles euer. Ja? Ihr aber seid Christi. Ja? Also Jesus ist dann nicht verschämt, wenn Petrus fragt, was wird uns denn? Er ist nicht verdruckst. Ja? Der sagt, ihr bekommt Häuser und Grundstücke in der diesseitigen und der jenseitigen Welt, ihr bekommt alles. Ein voll gedrückt, gerüttelt Maß. Wie, das reicht noch nicht. Drückt da, mach noch mal, stampf noch mal nach, da passt noch was oben drauf. Fülle, ja, Fülle. Jesus, ein Fülle-Gott. Und er fängt da jetzt schon an, er gibt es ja jetzt schon. Ja, wunder, wunderschön. Was, also meine Mutter hat mal gesagt, wenn wir Jesus sehen, brauchen wir einen neuen Leib, weil der alte Leib, der zerspringt vor Freude. Das schafft das Herz gar nicht. Das schlägt dann 300 Schläge pro Minute oder das kann der alte Leib nicht, ja? Ja? Brauchen wir einen neuen Leib, wenn wir ihn sehen. Fülle Gott, ja? Und ich finde das so schön, ganz unverkrampft, ja? Da ging es jetzt ums Geld, was wird uns denn? Sagt Jesus, euch wird alles, ja? Und fröhlich ziehen sie ihre Pfade mit ihm, ja? Waren auch schwere Wege, klar, aber ich glaube, niemand hätte tauschen wollen damals, ja? Niemand hätte tauschen wollen. Ja, und die Kronen sollen dem Helem, Tobia, Jedaja und der Freundlichkeit des Sohnes Zephanjas zum Gedächtnis sein im Tempel des Herrn. Und es werden kommen von fern, die am Tempel des Herrn bauen werden. Da werdet ihr erfahren, dass mich der Herr Zebaoth zu euch gesandt hat. Und das soll geschehen, so ihr gehorchen werdet der Stimme des Herrn eures Gottes. Wenn sie Christus annehmen, dann wird's blühen unter ihm. Dann wird des Herrn Tempel gebaut. Dann wird Fülle kommen. Ja? Das ist das. Und wir dürfen jetzt schon der Stimme Gottes gehorsam sein. Paulus sagt, ich bin gekommen, um einen Gehorsam unter euch aufzurichten, einen ganz seltsamen Gehorsam, einen Gehorsam des Glaubens, einen Gehorsam des Vertrauens, also keinen gezwungenen Gehorsam, so wie man den bei der Bundeswehr kennt vielleicht oder bei der Armee, ja, wo Gehorsam eingefordert wird und aufoktroyiert, sondern er sagt, ein Glaubensgehorsam. Das, was Gott an Gehorsam von euch fordert, ist einfach für wahr zu halten, zu glauben, ja. Dass Gott die Menschen retten will und dass Gott die Menschen retten kann und dass Gott die Menschheit gerettet hat. Das ist alles. Das macht Menschen neu. Ja? Okay. Also dann haben wir den Hohen Priester auch schon. Jetzt wird unsere Reihe wird schon immer voller. Jetzt haben wir noch zwei kurze hier. Die gehen relativ schnell und dann haben wir unseren Überblick vollständig im Sacharja. Dann kommt das sechste Nachtgesicht. Das berichtet über eine fliegende Buchrolle. Ja? Und ich hob meine Augen abermals auf und sah, und siehe, da war ein fliegender Brief. Und er sprach zu mir, was siehst du? Ich aber sprach, ich sehe einen fliegenden Brief, oder bei manchen von euch wird Buchrolle stehen, ja? Der ist 20 Ellen lang und 10 Ellen breit. 10 Meter lang und 5 Meter breit. Warum der das ist, ich habe keine Ahnung. Aber wenn ihr lest dazu, dann wird euch immer gezeigt, dass dieser Brief die Abmessungen hatte vom Heiligtum. Das ist die Stiftshütte, ja? Hier ist Allerheiligste, Entschuldigung, hier ist das Allerheiligste, also hier eigentlich, sorry, hier, ja? Hier ist der Vorhof mit dem Altar, hier ist das Heilige und hierhin ist das Allerheiligste. Und dieser Brief hat seltsamerweise auch die... Bitte? Ganz links ist das Allerheiligste. Du hast recht. Ja, du hast recht. Sorry, ich habe gedacht, das wäre der Altar, ja? Aber das sind die Cherubim, ja? Das ist die Bundeslade. Also Kommando zurück, stimmt. Das ist das Allerheiligste, ja? Das ist Heiligtum. Und hier sind die Eingänge in den Tempel, stimmt, ja? Ja, genau. Hier war der Vorhang vor, der zerrissen ist, ja? Und,
Und dieser Brief, der fliegt, hat die Abmessung 10 Meter mal 5 Meter, so wie das Heiligtum in der Stiftshütte. Warum das so ist, ich habe keine Ahnung. Ich lese das nur überall. Ich habe gedacht, ich zeige es euch mal. Ob das damit zu tun hat, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Aber auch spannend zu sehen, hier im Vorhof war der Brandopferaltar. Wenn man ins Allerheiligste wollte, musste man erst am Brandopferaltar rein. Erst muss man mal durch den Vorhang in den Vorhof, dann kam man zum Brandopferaltar. Christus gekreuzigt, gestorben, ich selber auch, Opfer, ja. Und danach kommt man an einem Waschbecken vorbei, ein Bild für den Heiligen Geist, der uns reinigt. Dann gibt es nach diesem Waschbecken, was hier steht, geht man ins Heiligtum. Und im Heiligtum hat man den siebenarmigen Leuchter. Und das hier ist der Schaubrottisch, ja, wo 12 Schaubrote drauf gewesen sind, ein Bild für Israel. Und der Leuchter, wofür war der noch ein Bild? Für die Gemeinde aus den Heiden. Dann hätte man hier im Heiligtum eigentlich die Gemeinde Jesu, die besteht aus Juden, 12 Schaubrote, und aus Heiden, Menorah. Und die beiden bringen keine blutigen Opfer mehr, sondern nur noch Opfer des lieblichen Geruchs. Das ist ein Räucheropferaltar. Da wurde kein blutiges Opfer mehr gebracht im Heiligtum. Christus ist ein für alle Mal gestorben. Hier ist nur noch Anbetung. Ja? Und dieser Räucheropferaltar, der stand hier vorm Vorhang und dann wurde dort hier geräuchert, Gott zum lieblichen Geruch. Geopfert ist einmal hier vorne Christus, einmal gestorben für uns und auferstanden. Also man hat hier die Gemeinde Jesu und die schaut schon mit ihren Gebeten, schaut die schon hier ins Allerheiligste rein, ja? Und dann ist irgendwann, als Jesus gestorben ist, der Vorhang zerrissen und der Weg zum Allerheiligsten ist offen. Und was ist im Allerheiligsten? Die Bundeslade. Der Korpus aus Holz, Gemeinde Jesu, überkleidet mit der Gerechtigkeit Christi, obendrauf Christus, massiver Golddeckel und innen drin Gottes Wort. Die Gemeinde mit Christus im Allerheiligsten, ja? Aus dem Wort gezeugt, nährt sich vom Wort und lebt aus dem Wort und ist Wort Gottes an die Welt. Ihr seid ein geschriebener Brief. Also diese Bundesladen-Symbolik, die ist wunderschön. Also wenn man da Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, das ist schon schön. Wenn man die Seiten nicht verwechselt, so wie ich. Ja. Ja. Also das ist, wollte ich euch nur zeigen, dass dieser fliegende Brief ist 20 Ellen lang und 10 Ellen breit. Ich will dem auch keine Bedeutung zumessen, nur damit es eine Bedeutung hat. Ich muss es so stehen lassen. Vielleicht kommt irgendwann mal ein Sinn, warum das so ist, ja. Und er sprach zu mir, das ist der Fluch, dieser Brief. Das ist der Fluch, welcher ausgeht über das ganze Land. Und hier ist die Frage, ist das das Land Israel, Eretz Israel, oder man dürfte ja auch übersetzen, das ist der Fluch des Gesetzes. Ich glaube, dass das Gesetz Gottes ist. Dieses Gesetz wird zum Fluch über das ganze Land oder auch über die ganze Welt, das dürfte man auch sagen, über die ganze Erde. Das ist Endzeit. Gott richtet die Welt nach seinem Gesetz. Alle Diebe werden nach diesem Brief ausgefegt und alle Meineidigen werden nach diesem Brief ausgefegt. Das Gesetz Gottes, haben wir gestern und vorgestern kurz davon gesprochen, das gilt für die ganze Welt. Das Gesetz vom Sinai gilt für die ganze Welt. Auch heute noch. Wenn Jesus kommt, wird er die Welt richten nach dem Gesetz vom Sinai. Aber wir, die wir in Christus sind, sind dem Gesetz enthoben. Ja? Für uns gilt das Gesetz nicht mehr. Aber im tausendjährigen Reich wird das Gesetz wieder gelten. Und wenn Matthäi am letzten ist, nach 1000 Jahren, wenn die Völkerschaften vor Gott stehen, wird Christus die Welt nach diesem Gesetz richten. Und wenn wir noch genauer sein wollen, müssen wir sagen, das Gesetz vom Sinai gilt für unseren alten Menschen immer noch. Nur für den Neuen gilt es nicht. Der Neue ist in Christus, aber der alte Mensch wird sterben. Warum? Weil er gesündigt hat. Und zwar nach dem Gesetz, wie es im Gesetz des Mose steht. Der Tod ist der Sünde Sold. Und unser alter Mensch stirbt, weil er das Gesetz übertreten hat. Aber der Neue ist vom Gesetz frei. Warum? Weil der neue Mensch, dessen Bürgerrecht ist im Himmel. Ja? Und das Gesetz gilt nur auf Erden. Der Neue ist dem Gesetz enthoben, das Gesetz erreicht ihn nicht im Himmel.
Wenn das Gesetz zum neuen Menschen käme, würde das Gesetz sagen, da habe ich kein Anrecht dran, ich finde da keinen Ansatzpunkt. Dieser neue Mensch, jeder einzelne neue Mensch von euch ist in Christus. Das Gesetz verzieht sich, das hat er, weil der neue Mensch in Christus 100% perfekt ist. Ja? Während unser Wandel, den wir auf der Erde manchmal abliefern, auch sehr mangelhaft sein kann. Ihr Christen, ja? Das ist so, das ist ein Tadel für uns. Ja? Paulus sagt, ich nehme den Leib gefangen und kreuzige den Leib. Ja, das ist keine masochistische Aussage, die er da trifft. Er sagt, Christus hat seinen Leib gekreuzigt, wir kreuzigen unseren Leib, ja, den Lüsten und Begierden gegenüber. Und wir tun das, was Christus tut. Er hat seinen Leib gekreuzigt, wir kreuzigen unseren Leib. Die Welt ist mir gekreuzigt und ich bin der Welt gekreuzigt, weil ich in Christus bin. Warum? Weil ich eins bin mit Christus, sagt er. Das ist die Aussage, die er da trifft. Ja? Der neue Mensch ist nicht mehr unter Gesetz, der neue Mensch ist gebunden an Jesus. Ja? Und der neue Mensch nimmt den alten gefangen unter den Gehorsam Christi. So ist eigentlich die Struktur und das Muster. Der Luther hat das sehr schön auseinandergedröselt, da müsste man auch mal sprechen drüber, weil das sehr hilfreich ist, um sich selber auch zu verstehen, auch seelsorgerlich zu verstehen. Stellung und Wandel, ja? Also die Stellung in Christus und der Wandel, die Lebensführung, wie wir uns verhalten im Alltag, im Geschäft, in der Ehe, im Beruf, in der Schule, ja? Der himmlische Mensch, Stellung in Christus, 100% perfekt, heilig, vollständig. Diese Gerechtigkeit ruft uns Gottes Wort zu. Ja? Und der Wandel ist das, wie wir unser Leben leben, wo wir noch Abhängigkeiten haben, wo wir noch Lieblingsthemen haben, die wir nicht lassen wollen, wo wir noch Dinge für uns nehmen, die uns nicht mehr gehören, wo wir noch Sachen genießen wollen, die nicht mehr mit uns zu tun haben. Ja, wo der alte Mensch angefochten ist. Ja? Und wo dem alten Mensch auch das Gesetz sagt, lass dich nicht gelüsten. Und diese beiden Naturen haben wir, ja, den neuen Menschen und den alten Menschen, den Menschen in Christus und den Menschen in Adam, den fleischlichen Menschen, den geistlichen Menschen, den inwendigen und den auswendigen, ja. Und Paulus sagt, die beiden Naturen sind wider einander, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Galaterbrief. Das Gesetz des Geistes, nur dass ich das nicht vergesse, das steht in Galater 6, wenn das jemand nachschlagen will, ja. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, ja. Das ist Galater 6, fällt mir nur gerade ein, da hatte gestern auch jemand gefragt nach, wo das steht. Vers 2, ja. Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz des Mose erfüllen. Nee. Das Gesetz Christi, ja. Ja? Hört ihr den Unterschied? Ja, ne? Das ist ein Unterschied. Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Sagen viele im Internet zu mir, ja, also da müssen wir doch Gebote halten. Also müssen wir einen Sabbat halten. Ich sage, langsam, nochmal zurück bitte. Jesus sagt nicht, wer mich liebt, hält die Gesetze des Mose. Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Und meine Gebote sind nicht schwer, sagt er. Die Gebote des Mose sind schwer, meine sind nicht schwer. Wer mich liebt, hält meine Gebote. Die Gesetze Christi hält er. Versteht ihr? Das Gesetz Christi, das ist was anderes. Ihr findet nirgendwo im Neuen Testament die Aussage, dass wir die Gebote des Mose halten sollten. Nirgendwo. Ihr findet aber, dass das Gesetz geändert werden muss, weil das Priestertum sich geändert hat. Das findet ihr in Hebräer 7, Vers 12. Hebräer 7, Vers 12 steht, denn wo das Priestertum sich geändert hat, da muss das Gesetz geändert werden. Vom Gesetz des Mose in das Gesetz Christi. Und sein Gesetz ist nicht schwer. Wie heißt das denn? Liebt einander und liebt Gott. Wer liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Ja? Nichts mehr Sabbat. Und doch noch Sabbat. Haben wir auch einen Sabbat? Wir Christen? Ja, natürlich. Wie ist, bitte? Stille Zeit. Ja? Und eigentlich müssten wir sagen, wir ruhen doch insgesamt von unseren Werken in Christus. Ja? Christus ist unser Sabbat. Ja? Und wir können eigentlich sagen, dass im Alten Testament gefordert war, das Gesetz zu tun, denn wer das Gesetz tut, soll dadurch leben. Das Gesetz ist nicht des Glaubens, schreibt Paulus in Galater 6, sondern das Gesetz muss getan werden.
Und wir, sagt er, wir sind in Christi Ruhe eingegangen, weil er getan hat für uns. Und deswegen ruhen wir von unseren Gesetzeswerken. Wir sind in Christus. Wir haben auch Sabbat, jeden Tag, im Geist und in Wahrheit. Wir leben nicht mehr in den alttestamentlichen Schattenbildern, sondern in den neutestamentlichen Wesenheiten. Nämlich im Sabbat Christi sind wir eingegangen. Ja? Die, bitte? Wir sind in seine Ruhe eingegangen, ja? So ist nun also noch eine Ruhe vorhanden, dem Volk Gottes, ja? Noch eine Ruhe, nachdem Mose ja schon vom Gesetz geschrieben hatte. Kommt scheinbar noch, welche Ruhe denn? Die Ruhe Christi. Wir sagen, wir haben uns ja gemüht im Gesetz und wollten das Gesetz ja halten, aber wir sind dran gescheitert. Und jetzt haben wir Jesus gefunden und er sagt, ich habe für euch gearbeitet, seine Seele hat gearbeitet, er ist nicht aus Gnade gerecht geworden, er musste sein Heil erarbeiten, das hat er verdient, ja, mühsam, das ist ihm teuer geworden, ja. Das hat er getan, damit wir nicht mehr arbeiten, sondern dass wir in seine, in die Glaubensruhe hineinkommen. Wir schauen auf die erhöhte Schlange in der Wüste. Und allein indem wir schauen auf den erhöhten Herrn auf Golgatha, der zur Schlange, zur Sünde wurde, allein darin sind wir schon gerechtfertigt. Da, nicht mehr aus Tun. Das Gesetz muss getan werden. Der Glaube soll geglaubt werden. Es gibt nichts Passiveres als Glauben. Glaube ist das Gegenteil von etwas Tun. Ja? Glaube wird aber heute in Gemeinden oft zur Leistung plötzlich wieder gemacht. Du glaubst wohl nicht genug, deswegen bist du noch krank. Deswegen geht's dir so schlecht, weil du musst halt mehr glauben, du musst stärker glauben. Glaube wird zur Leistung, ja? Glaube wird zur Tat. Das meint die Bibel aber nicht, ja? Glaube entsteht, wo ich überzeugt bin, dass das Wort Gottes weiß, da entsteht Glaube. Und Dankbarkeit und Freude im Herrn. Und die Freude im Herrn, das ist unsere Stärke. Im Gesetz musste man etwas tun, um etwas zu werden. Man musste das Gesetz tun, um gerecht vor Gott zu werden. Ja? Im Neuen Testament wird man etwas und tut dann. Wir werden gerecht vor Gott ohne Verdienst und tun aus Liebe zu Gott. Es ist das Gleiche, es ist nur umgedreht. Ja? Der Gesetzesmensch, der ackert und tut etwas, um etwas zu werden, nämlich heilig. Der Glaubensmensch sieht, ich bin schon geheiligt in Christus und deswegen tue ich etwas. Ich kreuzige meinen Leib samt den Lüsten und Begierden, damit ich nicht anderen predige und selber verwerflich werde. Ja? Paulus wusste genau, das ist so eine Sache mit dem Leib. Ja? Das ist nicht, wir sind nicht in esoterischen Zusammenhängen. Das ist, dieser Leib ist sehr konkret und er fordert sehr konkret, was er gerne hätte und was er sich so wünschen würde. Das kennt ihr auch, ja? Und er sagt, Geist und Fleisch sind widereinander, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Galaterbrief. In diesem Zwiespalt leben wir, ja? Das Fleisch gelüstet wieder den Geist und den Geist wieder das Fleisch. Dieselben sind wiedereinander, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Ich finde aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz des Geistes widerstreitet und mich gefangen nimmt und mich tötet. Das finde ich, ja? Und dann schreit Paulus, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ja? Und dann geht er übergangslos über und sagt, ich danke aber Jesus Christum. Ja? So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Ja? Die nach dem Geist wandeln. Denn der Geist des Lebens, das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Welches Gesetz hat ihn freigemacht? Das Gesetz des Geistes, das Gesetz Christi, das Gesetz der Freiheit hat ihn freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes, vom Gesetz des Sinai. Hört ihr das? Ja, ne? Und jetzt sagt Paulus nicht mehr, haltet die 10 Gebote oder haltet die Gebote vom Sinai. Denn Paulus weiß, wir haben einen neuen Priester, Christus, mit einem neuen Priestertum. Hier, das war unser hoher Priester hier, ja? Und mit einem neuen Gesetz. Und in diesem Gesetz steht nicht mehr, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, sondern da steht, ziehe an und ziehe aus. Zieh den neuen Mensch an, leg den alten Menschen ab, ja? Also das ist was ganz anderes, eine andere Qualität, die Paulus zeigt. Er hätte doch als Pharisäer, war doch ganz naheliegend, dass er sagt, gut, Jesus ist jetzt für uns, also müssen wir jetzt die Gebote halten. Und ihr hört das oft, ich habe das auch gehört. Du bist jetzt wiedergeboren, jetzt ist Gottes Geist in dir und der Geist Gottes gibt dir die Kraft, gegen das Gesetz zu kämpfen. Ja?
Ich habe auch gekämpft im Glauben, das muss ich sagen. Meine Frau hat zu mir gesagt, wie gehst denn du mit Anfechtungen um? Waren wir noch nicht lange verheiratet, ja? Also ihr seht, das ist schon lange her. Ich habe gesagt, ich gehe nicht mit Anfechtungen um, die gehen mit mir um. Ja? Und wir leben alle aus der Gnade. Ja? Manche von euch tun vielleicht Dinge und die tun ihnen leid, da würde die Welt sagen, wieso, das ist doch gar nicht schlimm, was ihr da tut. Aber unser Gewissen wird immer feiner. Je weiter mit dem Licht entgegenkommen, desto mehr sehen wir auch die Nuancen, die noch da sind, ja, auf uns. Die Welt würde sagen, wieso, das macht doch jeder. Ja? Aber wir sehen uns im Licht Gottes. Ja? Und die groben Dinge legen wir schon auch ab. Die groben Sünden, wir leben auch ein Heiligungsleben. Ja? Wir legen auch die groben Dinge ab. Aber wir kommen ja auch immer näher in dieses gleißende Licht des Geistes Christi, der uns komplett durchleuchtet. Ja? Und das, was die Welt vielleicht als ganz arglos sieht, empfinden wir vielleicht dann als etwas, als einen Makel und vielleicht sogar als eine Sünde. Ja, ich mache ein dummes Beispiel, ja. Also wenn jemand eine gute Predigt gehalten hat, ja, dann geht er, aber ist ein dummes Beispiel, mir fällt halt gerade kein anderes ein, ja. Dann sagt er, das war aber jetzt wieder toll und dann merkt er, ich bin da stolz, ja, das ist nicht gut. Da würde ein Weltmensch sagen, wieso sei er froh, dass so gut gelaufen ist, war doch okay, ja. Aber man spürt, ja, das ist richtig, aber meine Einstellung war eine andere und dann merkt man, wie die Sinne ganz fein werden, ja. Und wie wir sehr, sehr feine Empfindungen haben, was gut ist und was richtig und wie, ihr kennt das auch. Und wenn ihr wächst im Glauben, dann bekommt ihr ein Gespür. Wir hatten in Aachen Situationen, wo Sünde in der Gemeinde war und das könnt ihr spüren. Das war nicht ausgesprochen, das wusste auch niemand. Das ist alles unter der Decke gelaufen, aber es lief in dem Haus, wo wir unseren Hauskreis hatten. Und wir haben das gespürt, wir waren junge Brüder, wir haben gesagt, irgendwas stimmt nicht, wir wissen nicht, was das ist, aber irgendwas stimmt nicht. Ja? Und wir haben dann ein halbes Jahr gebetet und dann ist die Sache auch offenbar geworden, auf eine sehr schroffe Art und Weise. Ja? Und dann wussten wir, worum es geht. Wir entwickeln einen geistlichen Instinkt, Gott lässt uns Dinge sehen und spüren, wenn ihr euer Leben aufgeräumt habt, ja? Das ist wichtig. Wer immer noch in den alten Zeugs rummengt, da kommt Gott nicht vorwärts. Ja? Gott ist geduldig mit uns, das stimmt, aber das geht Jahr um Jahr. Aber wenn ihr in der Heiligung lebt, werdet ihr spüren, wie ihr sehend werdet für Dinge, die die Welt nicht sieht. Ja? Ich bin kein Schwärmer, also gar nicht. Ja? Aber wenn jetzt jemand sagt, die Predigt heute, die war toll, und er spürt dann, dass das im falschen Motiv gelaufen ist, ja? Dann merkt er das und dann muss er vielleicht für seine gute Predigt bei Jesus um Vergebung beten. Ja? Also ich denke an den Watchman Nee, der ist auch von der Kanzel runtergekommen und dann kommt eine Frau zu ihm, ich habe gestern Abend am Tisch davon gesprochen, dann sagt die Frau zu dem Watchman Nee, Dankeschön, Sie haben eine gute Predigt gehalten. Dann sagt der Watchman Nee, ja, das hat der Teufel mir auch gerade gesagt. Hohoho, ja? Da dachte ich so, das ist dann kein gutes Beispiel, ja, vergebt mir das, ich schneide das auch wieder raus. Ja. Nur, dass ihr wisst, manchmal gibt es Dinge, die die Welt vielleicht jetzt nicht so gravierend ansehen würde, aber wir spüren, hier ist was nicht gut gelaufen. Ja. Und Watchman Nee wusste, da streut der Teufel im Stolz ins Herz rein und die Frau kommt ihm entgegen und sagt ihm das auch noch. Ja. Also es ist manchmal... Ist das Empfinden einfach fein. Und wenn wir so weit durchgerichtet sind, wie Gott das für uns vorhat, dann kriegen wir Krebs und gehen wir heim. Oder wir haben einen Autounfall und gehen heim. Oder irgendwie endet das Leben halt für uns dann. Ja? Dann gehen wir nach Hause. So lange bleiben wir noch hier. Ja? Und der eine bringt 30-fältig, der andere 60-fältig und der andere 100-fältig Frucht. Ja?